Willkommen bei der ersten Folge der Bär Show. Ja, hallo und willkommen zur Bär Show. Folge Nummer 2. Ja, willkommen zur dritten Sendung der Bär Show. Ja, willkommen zur vierten Folge von die Bär Show. Ja, hallo, willkommen zur fünften Folge der Bär Show. Oh. Ja, willkommen zur sechsten Show der Bär Show. Ja, willkommen zur siebten Bär Show. Na, willkommen zur Bär Show, ja. Ja, Bär, Bär, willkommen zur Bär. zehnten Bär Show, ja. Willkommen zur elften Bär Show. Willkommen zur zwölften Bär Show. Ja, willkommen zur 13. Bär Show. Willkommen zur 14. Bär Show. Dobrunok und willkommen zur 15. und zum ersten Mal aus dem Ausland berichtete Bärshow. Willkommen zur 16. Bärshow, ja. Willkommen zur 17. Bärshow, ja. Willkommen zu einer Nachtausgabe der Bärshow. Willkommen, Moment. Ja, hallo und willkommen zur 21. Folge der Bärshow. Ja, willkommen zur pünktlich um 0 Uhr. 22. Bär Show schon. Willkommen zur 23. Folge der Bär Show, richtig? Willkommen zur 24. Bär Show, ja. Willkommen zur 25. Bär Show, ja. Willkommen zur 26. Folge der Bär Show, heute mal im Dunkeln. Kommen zur 28. Bär Show. Willkommen. Fängt schon die Stimme an zu versagen. Hallöle. Und willkommen inzwischen zur 29. Bär Show. So, willkommen zur 30. Bärshow. Willkommen zur Blitz, spontan, Überraschungs, über sensationelle 31. Bärshow. Ja, willkommen zurück hier live, die Bärshow, die 32. mit meinem Bodyguards. Ja, willkommen zur 33. Bärshow, ja. Ja, willkommen zur 34. Bärshow. Ja, willkommen zu Bildungslücken TV. Ja, ich muss selber nochmal nachschauen. Moment, ganz kurz. Hey, das ist mir auch noch nie passiert, glaube ich. Zur 35. Bärshow, genau. Ja, willkommen zur, genau. Ich weiß es gerade selber nicht. Ist es die 37. Bärshow? Wisst ihr es zufällig? Willkommen zur 38. Bärshow und ja. Willkommen zur 39. Bärshow. Ja, willkommen zu der Bärshow Nummer 40. Ja, wir haben. Willkommen zur 41. Bärshow. Das heißt. Willkommen zur Lösung für alles. Willkommen bei der 42., wenn ich mich nicht irre. Willkommen zur 43. wundervollen 43. Bär Show. Herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, zur 44. Bär Show, wenn ich mich nicht irre, und willkommen zur 45. Bärshow, genau. Hallo! Willkommen zur 46. Bärshow, heute am Wunder. Yes, man, ich bin's wieder. 47. Bärshow, heute auf den. Willkommen zur 48. Bärshow. Hallo! Ich weiß, ihr habt mich gerade 20 Sekunden einfach nur so rumsitzen sehen. Aber sowas macht man in der 49. Bärshow, oder? Willkommen zur 49. Bärshow. Hallo Leute und willkommen. Ja, ihr wundert euch jetzt bestimmt. Hä?
kann es tatsächlich sein, dass Bär sein eigenes Intro weglässt bei seiner 50. Sendung? Da liegt er natürlich nicht ganz falsch. Aber ich zeige euch heute mal das komplette Video vom Intro, weil das, was ich euch zeige immer, dieses, wo ich angelaufen komme und mich so anlehne, ist ein Teil davon. Was davor passiert, ist nämlich lustig. Nämlich kann ich euch so weit erzählen. Ich habe es schon mal versucht gehabt und dann ging hinter mir die Tür auf. Ja, werdet ihr dann sehen. 50. Sendung, ich bin unfassbar stolz auf meine Leistung, auf eure Leistung natürlich und hab mir deswegen ein paar Grußworte überlegt. Ich lese sie einfach mal vor. Milch, Eier, Mehl. Ja, jetzt habe ich meiner Mutter tatsächlich meine Rede gegeben. Und jetzt habe ich ihre Einkaufsliste. Naja, egal. Ich kann ja weiter vorlesen einfach. Ja, Zucker, sagen wir da, Apfel, bisschen Milch haben wir schon gehabt, Schokolade, ja. Aber den Rest überlege ich mir einfach. Ich möchte mich natürlich bei euch allen bedanken, für die Treue, für 50 lustige Sendungen, dank euch, danke für ein Kommentar. So fühlt sich's wirklich an. Es ist so. Also, das ist ausbaufähig. Ich möchte mich natürlich bei meinem Hater bedanken. Du warst ein kindischer Gegner. War leicht, dich zu zerschmettern. Aber ist ja egal. Wir wollen nicht ärgern. Ich zeige euch jetzt lieber das Intro, weil ich möchte noch die Show machen. Bla, bla, bla. Tschüss, euer Kumpel. Wir sehen uns eh gleich mit Live-Publikum im Hintergrund. Ja, willkommen zur 50. Danke, Flamingo. Danke und willkommen zur 50. Bärsche. Heute ist Bär leider weg. Zufällig, aber er ist noch da drin. Ich bin da, ja. Eine Bärri-Klaus ist auch da. Ja, hier sitzt noch eine Person, die sieht man leider nicht, weil sie nicht ins Bild will. Verstehe ich zwar nicht. Und hier ist unser Prag-Reisender, unser Elten des Monats, unser Praktikant, unser Tiername. Wildsau. Also, Wildpunkt, Saupunkt, ja. Hä? Was soll man mit dem machen? Er soll im Mittelpunkt gestellt werden. Er. Ich sag nichts, hab ich gesagt. Hast du gerade. Ich gar nicht. Dann zoom. Zoom mal eben dran. Jetzt muss ich verstecken. Das ist gemein. Ja, Flamingo, dir ist es gut ergangen auf den letzten Tagen. Ich hab gesagt, ich sag nichts. Ja, einmal live hinter die Kulissen, mach mal die Böbelwächter. Was? Mert, sag mal auch was. Was? Was soll ich sagen? Erzähl mal was. Willst du Bär gratulieren? Ja, alles Gute zu, keine Ahnung. 50. Ja, wo ist Bär eigentlich? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Wo ist dieser Bär eigentlich hin?
Weihnachtsmann ist da und der Baum steht auch. Wo ist er denn? Da ist noch ein Weihnachtsmann, aber der ist fake. Ich mache ein bisschen Werbung hier nebenbei wieder hier. Da. So. Das ist für die Anja. Grüße an Anja von Daniel und Wildsau. Von Barry Klaus. Thank you, Barry, much. Soffen hat er viel, aber nichts Alkoholisches bisher. Wir machen aber nur eine kurze 50. Nicht, dass du jetzt denkst, wir machen wieder eine halbe Stunde. Das machen wir natürlich nicht. Ja, also er lebt noch. Willst du nicht einmal wenigstens kurz Hallo sagen? Nein? Doch, ich sag was. Wie hieß das vorhin, was wir da getrunken haben mit dem Ei? Eggnog. Genau. Wir haben vorhin Eggnog getrunken. Ja. Und jetzt sag ich nichts mehr. Ab jetzt sagst du nichts mehr. Okay. Okay, wir können ja mal das Geheimnis lüften eigentlich. Ja, wer hier eigentlich sitzt. Ne? Ja. Hallo. Die blöden Böbel aus dem Fluss. Hallo. Hallo. Ja, ich zensieren halt mal voll schön, ne, mit meiner Faust. Freut mich bestimmt. Nicht, dass ich jetzt irgendwelche Kinderillusionen zerstört habe, aber den Weihnachtsmann gibt es zwar schon, aber das bin natürlich nicht ich. Der spielt wieder am PC rum. PC. Also heutzutage sage ich einfach zu PC. Was ist denn in der Hose? Jetzt mit dir selber los. Wir müssen noch einen Code überlegen. Code? Es ist eine, ja, es ist eine ruhige 50. Ja, man muss sagen, 50 Shows, 50 Alter, 50 Alter. Da kannst du mir ins Gesicht halten, wenn du willst. Ich sag trotzdem nichts. Das war ich hier. Die Nase des Monats. Wird er nicht. Weiter geht's. Wo ist der? Da hinten ist er. Also willst du. Erzähl mal was. Was machst du gerade? Erd! Du musst dir daran. Und jetzt? Willst du nicht was sagen, beitragen heute? Nö. Ich hab von diesem blöden Bart immer noch Fussel im Mund. Ja. Leider will. Sie braucht einen Namen. Sie braucht einen Namen. Erd. Du bist doch so kreativ. Flamingo hast du auch schon erfunden. Ja, ja. Willst du auch? Es muss was Niedliches sein, weil sonst haut die dich. Maus. Oh, Maus. Kleine. Eichhörnchen. Eichhörnchen sind immer gut. Ja. Die sagt den ganzen Abend Hasi. Sie ist Hasi, wenn sie will. Feldhasi. Feldhasi. Lass doch einfach Hasi stehen und fertig. Ich glaube, damit ist sie ganz zufrieden. Ja. Ich glaube, aus dieser Perspektive hat es noch nie eine Bärshow gegeben. Und die wird es auch nie wieder so geben. Wahrscheinlich, weil die so kacke ist. Sieht so aus, als Erd ist weg. Flamingo mit Gewalt. Dieses blöde Fusselzeug. Also bestellt euch niemals ein 10€ Weihnachtsmann-Kostüm bei Amazon. Also es kommt nicht gut, wenn man sowas bestellt. Okay, nichts gegen Amazon, aber 10€ sind schon 10€, ne? Und ich bin zu. Na, ich bin Linkshänder, das erklärt, warum ich die Dose nicht mit rechts öffnen kann. Alter. Hast du was da extra mitgemacht, ne? Ich musste dieses Kopfschütteln mit Ton haben. Wenn man Skinny hört. Okay. Wir machen aber jetzt nur. Wir machen eine ganz kurze 50, haben wir gesagt. Ja. Genug von mir wieder. Meine Gesichtsstab in 49 Folgen durchgehalten. Aber jetzt darf mal unser Freund hier. Habe ich jetzt den richtigen? Ja. Dass ich jetzt irgendwie einen Begriff habe. Sag was. Ich hab gesagt, ich sag heute nichts. Du hast sogar was gesagt. Und schon wieder hast du was gesagt. Du sagst zu viel. Schätzchen. Komm, Schätzchen. Mm-mm. Sonst gibt's nachher keinen Kuchen. Ich hab das letzte Mal so viel Scheiße gelabert, ich sag jetzt gar nichts mehr. Pupsi, komm, Pupsi. Komm, Strolch. Das
wäre ja wieder ich. Ja. Nein, Puh. Ah, Puh, Puh. Ja. Okay. Kevin ist langweilig. Ja? Kevin, du bist langweilig. Sagen wir alle hier. Also, er hier, er hier. Nein. Also er findet Kevin besonders langweilig. Nein, ich finde ihn nicht langweilig. Oh, nicht langweilig. Was läuft denn da? Ja, was läuft denn da? Ich finde, sie ergänzt die Show gut, obwohl sie gar nicht im Bild ist. Sie ist wie der Heilige Geist, das sieht man ja auch nicht. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Und schon wieder hat er was gesagt. Hast du wieder gelassen? Ja, weil du rutschst doch immer weiter. Ja, weil es gemütlicher ist. Wer es wissen möchte, ich habe mit Hasi mal eine Bärshow geschaut. Ich sehe mal, sieht man nicht. Also ich habe mal mit man kann auch einfach mal drehen. Ich habe mal mit Hasi eine Bärshow geschaut und da hat sie gerade getrunken. Darf ich die Geschichte erzählen? Hä? Nee, ich kann ja so Teil 2 machen, irgendwann nach der 100. Folge. Da lief gerade, ich glaube, war die Folge, welche Folge war das? 10, 11, 12, keine Ahnung. Und da lief ja, ihr saut die Bärshow dafür, genau. Ich kann keinen Sch mehr sagen. Hat er gerade gebömmelt? Nee, der hat seine Mütze abgesetzt. Setz deine Mütze ab. Ja. Okay. Wie gesagt. Und auf jeden Fall hat sie gerade getrunken. Da kam der Refrain und natürlich ist es immer lustig, wenn man gerade trinken will und auf einmal kommt halt das Zeug. Es kam nicht raus, aber es wollte raus. Hä? Ja, bei mir kam es ja raus. Und das hat der Dünn gemacht. Machen nur eine 10-Minuten-Show, weil. Was? Was? Die Gefühle spielen verrückt hier bei Tobi und Ralf. Flamingo meinte ich. Tobi braucht auch einen Namen, Warzenschwein. Wir wollen dir nur helfen, Flamingo. Ralf Lingo. Denke nicht, ich würde da nicht hinkommen. Au! Was soll denn das? Au! Also, erste Verletzung in der Bärshow, wenn ich jetzt gleich so einen Handabdruck habe, ist perfekt. Also, fest war es jetzt auch wieder nicht. Das gibt rechtliche Konsequenzen, meine Dame. Der Baum ist schön geschmückt und keiner hat ihn bisher gewürdigt. Wunderschön. Danke! Wundervoll! Dieser Baum, ja, den habe ich vor 50 Sendungen gepflanzt und jetzt steht er immer noch und zwar auf dem Tisch und tanzt. Ja, er tanzt. Ihr könnt übrigens nichts gewinnen heute. Ja, ich würde sagen, hier machen wir mal Feierabend, das war eine schöne Show, aber. Ach, wir machen ja 10 Minuten. Na gut. Musik zur Ausleitung? Geh zur Musik machen. Drück aber auf zurück, dann läuft's von vorne. Mach das Lied von vorne, ja. Mach hin! 3, 2, 1. Drückt! Zurück! Ende. Egal! Wir ziehen über! Die nachfolgende sind. Eins vor, sonst kriegen wir noch Probleme mit der GEMA. Eins weiter! Ja, perfekt, lass es. Ja, ist wirklich so. Das Lied können wir ohne Probleme laufen lassen. Ich werde bis. Neujahr mit der Bärshow eine Pause machen. Ich habe es mir, glaube ich, verdient. 50 Bärshows haben wir dieses Jahr erreicht. Prost, Neujahr. Und natürlich der RTL-Spendenmarathon. Wir haben einen Spendenbetrag von 2,50 Euro. Oder wie war es? 2 Euro. 1,89. Gut. Du Depp. Ja, okay. Also wir verabschieden uns hier. Willst du auch nochmal was sagen? Nee, okay. Was ist denn das? Also, auf Wiedersehen. Tschüss.